Moin Leute, zu einem neuen Video hier bei Kartomania. Wo ist es? Da. Tim ist auch wieder mit am Start. Wir machen heute den zweiten Teil von Tim zerstören, wenn man es so nimmt. Ihr könnt euch alle bestimmt an das Video erinnern. Fuck, alles okay? Aua! Scheiße! Genau, heute kommt der Teil 2. Was wir heute nehmen, ist ein bisschen ja, weniger dafür geeignet, aber ich glaube umso witziger. Und zwar hier, schaut mal. Das ist einfach nur eine Schaumstoffmatte auf einem Rollbrett. Und da setzen wir jetzt den Tim gleich hinten mit drauf. Ja, das letzte Mal ist es ja einigermaßen glimpflich ausgegangen. Er hält sich einfach fest und kann sich jederzeit loslassen. Dass ihr das zu Hause bitte nicht nachmacht, ist, denke ich mal, selbstverständlich. Wie willst du das zu Hause nachmachen? Ja, wer von euch hat vielleicht eine Kartbahn und Karts, aber genau. Auch nicht ans Motorrad dranhängen, auch nicht an irgendein Auto dranhängen. Einfach bitte sowas nicht machen. Ich schmeiß schon mal meinen Helm auf. Jawohl. Er macht sich schon mal fertig. Dann gucken wir uns da rein und gucken mal, wie es endet. Wir machen ganz langsam. Schauen wir, was wird. Was wird. Was wird. Genau, so. Ich hoffe, euch geht's gut, solange sich Tim vorbereitet. Ihr habt. Danach geht's denen nicht mehr gut, oder was? Ja? Und danach geht's denen nicht mehr gut. Doch, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch geht's gut, solange er sich vorbereitet. Danach könnt ihr von mir aus wieder anfangen zu heulen. Nein, so, ja, jetzt ja. Ist wie es gemeint ist. Ja. So, wie ist die Stimmung? Hast du Bock? Das geht so. Ja. Gestern war Vatertag. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. Ja. Ja, genau, deswegen frage ich. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende oder verlängertes Wochenende. Nämlich der Drehtag, wo wir das heute drehen, ist der Freitag nach dem Vatertag. Von daher, er ist noch leicht geschlaucht. Aber für euch opfern wir unseren freien Tag. So, bist du soweit? Übernimm mal kurz. Zeig mal deine schöne Jacke, die dich schützt. Na ja, Wahnsinn. So, solange ich hier die Karre anmache. So, warte, gib mir das Ding gleich. Ich muss aber bremsen. Ja. Freut euch wieder auf schönes gegenseitiges Anschreien. Hä? Nix? Was sagt der? Boah, Alter, das wird... Ey, wie saß ich denn da letztes Mal drauf, Alter? Hä? Wie saß ich da drauf? Ich glaube, du hast es gemischt gemacht. Einmal saß du, einmal hast du dich, glaube ich, sogar draufgelegt. Mit gemischten Gefühlen. Ich glaube schon, ja. Ey, Leute, guck mal, ich kann euch echt übelst zum Vibrieren bringen, Alter. Das darf euch da nicht berühren. So. Wir gucken mal, was abgeht. So. Alle Daumen drücken. Wir können auch mal gucken, ob wir das Seil kürzer machen, ob es dann besser ist. Oh. Aber ich glaube, dann ist die Pendelbewegung krasser, also impulsiver. Also meine Haare sind auch Vatertag-Style danach. Aber gut, es liegt halt am Helm. Kannst dich auch hinstellen. Fahr mal ein bisschen vor. Warte, warte. So,
Ah ja, perfekt. Mich dreht's! Voll gut! Bye, have a great time! Ey, was ich nicht gesehen hab, der hat den Achse überholt und der hat sich ja festgehalten. Der hat mich fast mit dem Seil stranguliert. Ey, wie krank. Ja, die Kurve, die war scheiße. Das war nix. Aber das Problem ist halt einfach. Das Problem ist halt wirklich, wenn du mich überholst, muss ich schneller werden. Ja, aber das Problem ist, wenn du dann schneller wirst, werde ich wieder schneller und dadurch baller ich halt irgendwo rein. Ja. Das stimmt. Aber ging das? Komm, wir machen es mal so langsam, dass wir eine Runde mal komplett schaffen. Es geht jetzt nicht darum, dich hier kaputt zu machen. Beiden Teile von zum Zerstören. Da halt mal zu gucken, ob das hinkriegt. Ja. Ja, da musst du aber wirklich langsam, weil das feuert halt immer hinterher. Ja. Fahr mal ein bisschen vor, dass sie aufs Brett kommt. Das Ding ist halt auch ganz einfach. In dem Moment, wo ich oder wo wir die Spannung verlieren zwischen den Seilen und dem Kart, also zwischen ihm und dem Kart, und ich dann wieder in die Spannung reingehe und nicht auf die Gas stehe, dann zieht Tim einen praktisch voll zurück. Also ich bleib fast stehen und muss demnach viel Gas geben, um wieder in Bewegung zu kommen. Und das haut ihn dann aber raus. Deswegen, da die Mischung ein bisschen schwierig. Das ist auch scheiße anstrengend. Kacke. Ey, das ist so anstrengend. Ich glaube. Also halten ist schwierig, meinst du? Weil du kriegst auch irgendwann die Kraft nicht mehr rein, das zu halten. Ja. Und das, also das Problem sind vor allem die, wo du dann einfach wieder den Zug kriegst. Ja. Das habe ich gerade auch gesagt, ich habe immer in dem Moment, wo ich zu, muss ich auch viel Gas geben, weil sonst bleibe ich stehen, weil es mich ja nach hinten zieht. Das ist brutal. Vielleicht ist das Gefährt einfach nicht so geeignet. Ich glaube, wir müssen das nochmal mit einem anderen Gefährt machen. Ja. Ey, schreibt uns doch mal in die Kommentare, auf was ihr Bock hättet, mit was wir uns mit dem Ding hier ziehen lassen sollen. Genau, weil wir haben auf jeden Fall Bock und viele Ideen, die sind immer nur schwer zu realisieren. Aber schreibt es mal rein. Ich würde sagen, Kriterium, es muss irgendwie lenkbar sein, weil dieses Hin und Her knallt
Nein, das macht es schwieriger. Also sprich, irgendwas, wo man ein bisschen die Strecke oder die Linie korrigieren kann. Schreibt gerne mal rein, was euch so einfällt. Da würde ich sagen, fahr mal einfach zurück, bevor du dich jetzt mit dem Ding auch noch mehr verletzt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, wir haben jetzt gerade auf dem Rückweg eine Möglichkeit gefunden, wie es geht. Indem man sich einfach hinten an den Rammschutz dran hängt. Es ist ordentlich warm hier hinten. Ja, glaube ich. Hey, das ist ein neuer Krankentransport. Langsam, ich kann nicht so dran halten, Junge. Huschi. Hast du das durch? Ja, irgendwie. Super. Klasse. Cool. So, wir sind wieder zurück. Tim zieht sich gerade aus. Der ist natürlich auch in so einer Motorradjacke dann mit dem anstrengenden extrem geschwitzt. War jetzt diesmal wenig Action, aber wir wollten einfach mal gucken, was für geht mich noch. War es Action ohne Ende. Ja, für dich war es Action. Ich würde jetzt sagen, probiert selber mal aus. Aber. Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das Ding steht, schreibt uns bitte in die Kommentare, was wir noch nehmen können, wo wir uns dranhängen können. Vielleicht auch mal ich das nächste Mal, dass Tim fährt und er nicht die ganze Zeit irgendwie gegen die Banden gehauen wird. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen. Schreibt gerne rein, was es noch alles so gibt. Wir haben auch überlegt, mal ein Bobbycar oder so. Ich glaube, das ist übel lustig. Ja, glaube ich auch. Von daher freut euch da auf die nächsten Teile. Wann sie kommen, wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, bitte abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.